Die Brauerei der Zukunft ist unser Ansatz für die Brauerei von morgen. Aber wir können sie schon heute bauen mit den Anlagen und den Maschinen, die Krones im House of Krones zur Verfügung hat. Im Grunde steckt dahinter die energieautarke Brauerei. Das heißt, die Brauerei kann sich durch die Reststoffverwertung, das heißt von Treber, von Hefe, von Abwasser, energetisch selbst versorgen und sogar überschüssige Energie elektrisch und thermisch an kommunale Partner veräußern. Und somit sind wir energetisch autark. Zum einen mit unserem energiesparenden Equitherm-Konzept im Sudhaus, das auch schon in mehreren Brauereien erfolgreich läuft. Im Zusammenhang damit haben wir auch dann unser Niedertemperaturkonzept. Das heißt, anstatt dem Heizmedium Dampf setzen wir voll auf Hochdruck Heißwasser. Somit bekommen wir unser Energieniveau nach unten und wir sind am energiesparendsten unterwegs. Mit der AVT-Seite haben wir die Möglichkeit, die Getränke jetzt bis zu 30 Grad Celsius abzufüllen. Und da nutzen wir die Chance und gewinnen die Energie aus dem Keller, die Kälteenergie, vor der Abfüllung zurück und können die wieder in den Prozess mit reinnehmen. Und somit haben wir da wirklich massive energetische Einsparungen. Es ist nicht so, dass man jetzt eine komplett neue Brauerei bauen muss, um dieses Level an minimaler Energie zu erreichen, sondern man kann das Stück für Stück angehen, Bereich nach Bereich. Man kann im Sudhaus anfangen mit dem Equitherm-Konzept. Dann kann man irgendwann auf die ganze Brauerei gehen. Man kann sein Heizmedium dann umstellen auf Heißwasser, kann dann Stück für Stück auch die Füllerei einbinden, diverse ZIP-Anlagen, eben alle thermischen Prozesse und kann dann sozusagen in einem vernünftigen Rahmen über 10, 15 Jahre hinweg seine Brauerei zu diesem Konzept hinführen.